können ausländische qualifizierte Fachkräfte dieses Loch der 152 fehlenden Pflegekräfte ersetzen? Ich habe jetzt gerade so gelacht, nicht abschätzend, sondern ich habe mich erinnert an die letzte Regierung, das war ja bekanntlich Schwarz-Gelb. Und da gab es damals von Herrn Rösler ein Programm, wir holen jetzt Chinesinnen nach Deutschland in die Pflege. Und dann hat er gesagt, wir haben 18 geholt. Dann habe ich gesagt, das hat China aber richtig gemerkt, oder? daran habe ich gerade gedacht, weil das ist ein Punkt. Aber ich glaube, dass man in dieser Situation nicht auf einen Lösungsweg sich konzentrieren darf, sondern es gibt einen Fächer von Ansätzen und da ist alles wirklich wichtig. Und ich sage mal zu Ihrer Eingangsbemerkung, Sie haben die 1 Million genannt. Ich sage das immer in meinem Bundesland Baden-Württemberg, das ist vielleicht ein bisschen plastischer, bei uns in Baden-Württemberg, das verbindet man ja immer mit den Autobauer und so, ne, die Facharbeiter bei Daimler-Benz am Fließband. Nee. In der Gesundheits- und Pflegebranche arbeiten mehr Menschen als im produzierenden Gewerbe. In Baden-Württemberg. Wir sind eigentlich eine Dienstleistungsgesellschaft. Aber wir fokussieren uns immer drauf nach dem Motto, wir müssen produzieren. Das ist nicht richtig. Und die einzigen Beschäftigungswachstumsbranchen ist der Gesundheitsbereich und der Tourismus. Nur diese beiden Beschäftigungsbereiche wachsen. Alles andere schwindet. Und deswegen muss ich auch immer an meine eigene Partei und gerade in Baden-Württemberg appellieren. Macht doch nicht ständig industriepolitische Papiere. Was soll denn das? Wie unsere Leute sind in den Dienstleistungen. Dummerweise sind das wirklich in den Dienstleistungen diejenigen, die am schwächsten organisiert sind. Jeden EG Metaller höre ich 3-mal lauter in Baden-Württemberg als irgendjemanden aus dem Dienstleistungsbereich. Und jetzt zu Ihrer ursprünglichen, ich habe Sie nicht vergessen, zu Ihrer ursprünglichen Frage. Ich glaube, dass man auch auf diesem Wege wirklich viel, für den Beschäftigungsbereich Pflege, Gesundheit tun kann. Wir haben jetzt bei dem Thema Flüchtlingshilfe und der Gesundheitsbereich in der Flüchtlingshilfe liegt mir schwer am Herzen, weil ich gerade auch die traumatisierten Kinder und Frauen, also wer da mal sehr engen Kontakt hatte, der kann sich dieses Leid richtig vorstellen. Da gibt es viele, die aus Syrien kommen, die in einem Gesundheitsberuf gearbeitet haben. Wir haben jetzt im Asylbewerberbeschleunigungsgesetz die Ermächtigung verabschiedet. Bedeutet, diejenigen, die nachweislich eine Ausbildung haben, können hier mit tätig werden. Nicht nur in der Übersetzung, sondern weil die Herangehensweise auch eine andere ist. Gerade traumatisierte Menschen, da ist die Übersetzung ja etwas, was massiv auch Probleme aufwirft. Ich weiß, es gibt eine Therapie über Augenblicke, also Augenkontakte, die eine nonverbale Therapie anbietet. Aber das ist im Prinzip eine Möglichkeit, viel läuft über Sprache. Und deshalb ist der eine Punkt uns sehr wichtig gewesen. Aber jetzt zu glauben, dass wir zum Beispiel alle Griechen, alle Spanier, alle Syrer hierher bitten und sagen, jetzt geht mal in die Pflege, davor warne ich. Weil wir brauchen Qualität in der Pflege. Es geht nicht um Entlastungskräfte, es geht nicht um Betreuungskräfte, es geht um qualifizierte Pflegekräfte. Alle, die das bringen und sich bereit sind, hier auszubilden, ist gut. Also ich denke, der SOVD sagt auch, es kann allenfalls ergänzenden Charakter haben, ja, aber niemals ersetzenden Charakter. Das heißt, wir sind raus aus der Pflicht, selber Altenpflegerinnen oder Pflegekräfte auszubilden, sondern das kann einfach nur eine Zuarbeit sein. Es gehören natürlich dazu die ausreichenden Sprachkenntnisse, gerade in der Pflege. Bei Demenz. Es hat auch eine Chance. Wir könnten kultursensible Pflege jetzt umsetzen in den alten Pflegeheimen, was wir ja gar nicht tun im Moment. Da gibt es überhaupt keine Heime, die sich überhaupt dieser Aufgabe angenommen haben. Aber es muss natürlich eine Qualifikation da sein, die vergleichbar ist mit unseren. Die Sprache muss da sein.
und die Bereitschaft der Arbeitgeber, der Pflegeheim oder der Anbieter muss natürlich auch da sein, dass wir dieses machen. Aber niemals ersetzen, sondern höchstens ergänzen. Wir sind uns einig. Wie kommt es denn eigentlich zu den hohen Fehltagen, Krankentagen in der Altenpflege? Wir haben etwa 26 Tage im Jahresdurchschnitt Fehltage und sonst in der Bevölkerung, in der Beschäftigung etwa 13,3 Tage. Wie kommt es denn dazu? Ja. Das ist natürlich eine hohe Arbeitsdichte in der Altenpflege, eine hohe Arbeitsdichte. Und das sind im Prinzip Hochleistungsjobs, die da gemacht werden. Und deswegen werden wir jetzt auch auf der Grundlage des Krankenhausstrukturgesetzes, deswegen muss ich jetzt dann auch gleich gehen, weil wir das heute Nachmittag in der Fraktion vorstellen, haben wir es durchgesetzt, dass es eine Expertenkommission gibt, die sowas wie eine Personalbemessung in der Pflege endlich hinkriegen. Also Personalmindeststandards, weil im Prinzip das auch nicht landeseinheitlich ist, sondern in den Bundesländern viel zu unterschiedlich. Und natürlich auch die Finanzierung der Ausbildung endlich übernehmen, in Bayern zum Beispiel. Absolut. Ich will mal die Länder aufzählen. Bayern, Berlin, Hamburg, MacPom, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt haben noch keinen, da Ausbildung muss man zuzahlen, wenn man überhaupt Altenpflegerin werden will, ein Schulgeld also. Und von der Ausbildungsvergütung ist es auch völlig unterschiedlich, ob die gezahlt wird und in welcher Höhe, auch völlig unterschiedlich. Ja. In keinem anderen Berufsstand in der Technik gibt es solche Ungereimtheiten wie hier. Also, und das kann man nur mit Frauen machen. In einem Jahr einem halben Jahr haben wir ja wieder Equal Pay Day. Mhm. Welche Erfolgsmeldung ist Ihnen in der Zeitung wichtig? Dass wir einen einheitlichen Ausbildungsberuf in der Pflege hinbekommen haben, dass wir das Gesetz verabschiedet haben oder zumindest in erster Lesung haben. Und zwar so, dass die Altenpflege aufgewertet ist. Das wäre mir richtig wichtig.